Gegen 18.30 Uhr sind bei der Leitstelle der Polizei Köln gestern Anrufe eingegangen, dass es sich auf der Venloer Straße um eine Massenschlägerei handeln soll. Erste eingesetzte Kräfte haben vor Ort dann einen Verletzten mit einer Schussverletzung angetroffen. Eine weitere verletzte Person mit Schussverletzung hat sich selbstständig zu einem Krankenhaus begeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist es so, dass dort zwei Personen in Streit geraten waren und es letztendlich zur Eskalation mit den Schüssen kam. An dem gesamten Sachverhalt waren insgesamt mehrere Personen beteiligt. Viele von denen suchen wir auch noch, die sind derzeit noch flüchtig. Aber zwei Personen, die beiden mit den Schussverletzungen, sind die, die sich letztendlich im Streit in die Haare bekommen haben. Die beiden Männer haben schwere Verletzungen erlitten und werden derzeit immer noch intensivmedizinisch in Krankenhäusern betreut. Ja, die beiden Männer mit den Schussverletzungen sind inzwischen zweifelsfrei identifiziert. Bei dem einen handelt es sich um einen 39 Jahre alten Deutschen, der Hells Angels Gruppierung angehören soll, dem Chapter MC Honorfield. Der zweite Beteiligte ist 27 Jahre alt, kommt aus Bosnien-Herzegowina, aber er hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Bezüge ins Rockermilieu. Wie gesagt, wir haben Hinweise auf Bezüge zum Rockermilieu, dadurch, dass einer der Beteiligten, der 39-Jährige, zu den Hells Angels Honorfield gehört. Ja, wir gehen derzeit davon aus, dass bei dieser Massenschlägerei oder bei dieser Schlägerei im Vorfeld mehrere Personen beteiligt waren, die derzeit auch noch flüchtig sind. Da wir hier klare Hinweise auf Bezüge zum Rockermilieu haben, hat auch das Kriminalkommissariat 21, zuständig für organisierte Kriminalität, bei uns im Haus die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet jetzt natürlich auch weiter nach den anderen Beteiligten.